Ja, hören wir mal sozusagen als kleiner Geschmack fürs neue Gesangbuch, wie das Lied Herr segne dieses Kind, wie es jetzt im neuen Gesangbuch steht. Ich habe durchaus an der Kirche, wie sie ist, so einiges auszusetzen. Ich fürchte indessen, der Kirche geht es, was mich betrifft, nicht viel anders. Gut, dass die heilige Kirche zwar göttlichen Ursprungs, aber zugleich eine überaus menschliche Kirche der Sünder ist. So ist immer noch Platz auch für Leute wie mich. Und ich finde hier, wonach ich am meisten verlange, Erbarmen und Gottes unbegreifliche Gnade. Auf diesem Hintergrund der liebevollste Text über eine zwar wenig ansehnliche, aber wirklich dienende Kirche, von der Lothar Zenetti mit vielen von uns, von Ihnen geträumt hat und immer noch träumt. Ein Text übrigens, den man tatsächlich, wenn man so in den deutschsprachigen Raum guckt, wenn man ihn zitiert findet in Gemeindebriefen sonntags, dieser Text, obwohl er in unseren Breiten, wie ich finde, am wenigsten bekannt ist. Huldigung. Kirche, du arme alte Waschfrau. Ein Leben lang auf den Knien, bemüht, mit krummem Rücken und roten, rissigen Händen, die schmutzige Wäsche zu waschen, so vieler Generationen, immer wieder anderen den Dreck wegzumachen. Bemüht, ein Leben lang und wie vergeblich dem Staub zu Leibe zu rücken, dem Schmutz, dem Rost und den Flecken, mit diesem unbegreiflichen Ehrgeiz ein kleines Stück dieser Welt, wenigstens dieses kleine Stück Boden, diesen immer wachsenden Berg Wäsche, wohlmöglich Wein, weiß und rein zu schaffen, wie neu für den heutigen Tag. Und ich, das Kind, dem du die Windeln gewaschen und die Lieder von einfachen, frommen Leben gesungen hast, sollte mich jetzt deiner Schämen, deiner rauen Hände, deiner grauen Haare und deines gebeugten Rückens? Noch wenn ich sterbe, wirst du bei mir sein, und geduldig deine rauen Hände falten. Huldigung. Wiederum ein Stück aus dem Seiltänzerbuch.
gesagt, eins meiner Liebsten. Johannes Joachim Neander gewidmet, den Dichter des Lobliedes aller Loblieder. Nein, nicht großer Gott, das andere. Versuch eines Lobliedes. Lobe den Herren, den Mächtigen. Aber wer traut sich das schon noch? Sag doch, wer lobt denn heute noch? Wer rühmt und überhaupt? Wer vermag das noch loben, bewundern und preisen und gar noch den König der Ehren? Wer kommt da, frag ich, vereint mit den himmlischen Chören, komme zuhauf? Wer lässt noch Psalter und Harfe wacht auf, etwas wie Lobgesang hören? Wo doch, wohin ich auch sehe, alles, was Odem hat, in wie viel Wohlstand verwöhnt und verführet, nur im Verbrauchen geübt ist. Das lässt doch, während es fordert, kein gutes Haar mehr an allem, kein Dank mehr, keinerlei Anlass zum Loben. Du aber, Seele, dich frage ich, hast du nicht doch, du wenigstens, dieses dankbar verspüre, dass er dich hält und dich sicher geführet? Hat er nicht in wie viel Not dich geleitet und über dir gnädig Flügel gebreitet? Vergiss es ja nicht, meine geliebte Seele, singe davon und wärst du auch die einzige Stimme hier auf der Erde, die dankt und bewundert alles, was in mir ist, lobe den Namen dessen, von dem wir den Odem bekamen. Texte, die vertont wurden. Der sicherlich für heute prominenteste seiner Komponisten und Liedermacher ist Constantin Wecker. Er griff 2008 einen starken Zenetti-Text auf von 1972, dem er zwar die wichtigen christologischen Rahmenverse amputierte, allerdings mit Zustimmung von Lothar Zenetti, verhalf diesem eindrucksvollen Zenetti-Text zu eindrucksvoller Verbreitung. Ich habe ihm dieser Tage auf Facebook, macht's möglich, Constantin Wecker geschrieben, was er denn dem alten Pfarrer Zenetti wünschen würde. Lieber Stefan, ich wünsche Herrn Zenetti alles erdenklich Liebe. Er hat einen grandiosen und zeitlosen Text geschrieben und es gibt kein Konzert, bei dem ich dieses Lied heute nicht singe. Die Menschen sind bewegt von diesem Text und er macht ihnen Mut. Mehr kann man als Autor nicht erreichen. Ich bin glücklich, Herrn Zenetti in Frankfurt begegnet sein zu dürfen. Er war bei uns im Konzert. Der christologische Rahmentext, das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt, was ist und macht alles neu. Und dann... Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr sagen. Wenn keiner Nein sagt, sag doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht.